Makan Naraya und Biskaya Storm. Naraya ist in Position, Biskaya Storm kommt jetzt heran. Ist ebenfalls eingerückt. Und da kommt jetzt Makan als letzter Starter heran. Wir sind startklar, alle Pferde in den Boxen. Drittes Rennen. Und der Start erfolgt zum Preis der IG Königsallee. Orkanos mit gutem Start. Außen gleich Makan dabei, an zweiter Stelle liegend. Jetzt kommt hinzu an der Innenseite in Famous Lawman, der sich verbessert. Und auch Biskaya Storm hier in vorderer Linie. Ganz außen Makan. Mal schauen, wer vorne ist. Makan mit Biskaya Storm. Dahinter Orkanos in Famous Lawman. Wow an der Innenseite vor Dictator und Naraya. So ist das Feld ausgangs der Kastanienallee. Gleich geht's in den Bogen hinein. Biskaya Storm führt. Makan außen zweiter. Dahinter an der Innenseite in Famous Lawman. Dann Orkanos knapp hinter Wow und in Dictator mit Naraya. So sind sie nun bergan unterwegs. Und vorne ist Biskaya Storm. An zweiter Stelle außen Makan. Dann in Famous Lawman. Wow mit Orkanos. Und weiter außen Naraya. Dahinter mit innen daneben Dictator. So ist der Anstieg erklommen. Und es geht auf den Schlussbogen zu. Biskaya Storm mit anderer Starke zeigt den Weg. Dahinter an der Außenseite weiter in Makan. Mit Kontakt. An dritter Stelle in Famous Lawman, der schon ein bisschen geschoben werden musste gerade. Dann versucht sich jetzt außen Orkanos zu verbessern. Wow hinter Pferden sucht eine Passage außen Naraya und am Schluss Dictator. Aber vorne marschiert Biskaya Storm. Andra stark am Übergang mit Vorteil. Zwei, drei Längen. Dahinter versucht Makan. An der Innenseite wird Wow etwas stärker mit den Famous Lawmen. Dahinter kommt Dictator jetzt auch in die Partie spät. 200 Meter Marke längst passiert und vorne Biskaya Storm. Dictator, der zieht jetzt außen ganz groß auf und kommt näher. Biskaya Storm noch vorn. Dictator an der Außenseite versucht das Platz zu wenden. Biskaya Storm siegt vor Dictator, dann in Famous Lawman vor Wow, Orkanos, Naraya und Makan. Und hier ist auch schon der vorläufige Richterspruch zum dritten Rennen. Im Preis der Interessengemeinschaft Königsallee siegte die Programmnummer 5 Biskaya Storm. Auf dem zweiten Platz die 3 Dictator, dritter die 2 in Famous Lawman und viertes Pferd im Ziel die 1 Wow. 5-3-2 also und der Sieg geht an das Quartier von Peter Schirgen in Köln. In den Farben des Gestüt Ammerland ist der Siegreiter Andras Starke. They won't overlook.
So, meine Damen und Herren, im folgenden dritten Rennen, es geht hier um den Preis der VGH, ein Ausgleich 4 Rennen über 1650 Meter.